So ärgerlich. Ist so ärgerlich. Und ich glaube, wir nehmen auch ein anderes Fahrzeug dafür. Das war keine gute Wahl. Ich glaube auch nicht, wenn wir jetzt hier das Antriebsmoment nach hinten verlegen, dass es dadurch besser wird. Ich guck mal, was hier noch so übrig ist. 10 Runden Silverstone, 24 Minuten von Le Mans. Komm, sollen wir mal jetzt zur Abwechslung was richtig Geiles fahren, was richtig Spaß macht? So was richtig Spaß macht. Was richtig Spaß macht, was so viel Spaß macht, dass ihr euch gar nicht mehr unter Kontrolle habt, ne? Komm, wir fahren Le Mans. Ich bin voll dabei. Dieses Rennen für Fortgeschrittene findet auf dem berühmten Circuit de la Sartre statt, dem Austragungsort des 24-Stunden-Langstreckenrennens von Le Mans. Die intensivsten 24 Minuten ihres Lebens erwarten sie. Und deshalb habe ich nicht übertrieben und der Text übertreibt natürlich auch nicht. Keineswegs. Wir haben ja noch unseren Sauber. Und da sage ich Sauber und den wählen wir doch mal aus. Bin ich mal gespannt, ob der gedrosselt ist, weil wir sind nur bei 713 Leistungspunkte. Ist er nicht. Haben wir denn Gewicht irgendwie on board? Ne, auch nicht, ne? Ne. Ja, pass mal auf. Checken wir mal eben, wie das Getriebe steht. 380 reicht, glaube ich, nicht aus. Moment mal eben. Okay, es ist die Variante mit den Schikanen. Aber ich glaube, 380 reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, hier zum Getriebe. Und dann gehen wir auf 400, 410. Ich meine, wir haben 834 kW auf 893 Kilo. Was soll man da noch? Ne? So. Antrieb. Gucken wir mal eben. Ne, bei Karosserie war es. Genau, das war die Aerodynamik auch nochmal eingestellt kriegen. Wir gehen mal ein bisschen runter. So auf 650 und auf 425. Bin ich voll zufrieden. So, und dann geht's ja ab. Ja, wurden gewechselt auf Rennen hart. Ich hoffe, wir haben es nicht mit Regen zu tun. Die Strecke an sich schon eine sehr große Herausforderung. Ihr wisst ja, im Regen ist die PlayStation dann doch mit Gran Turismo 6 ein bisschen überlastet. Haben wir auch schon auf Spa-Francorchamps erleben dürfen und sind halt seitdem in 27p unterwegs. Aber gut, alles für die Performance quasi. Und so, einmal der Paranoia-Blick hier. Traktionskontrolle ist draußen. Rennen hart sind aufgezogen. Ja, und ich bin gespannt. Mercedes C9 oder Sauber C9, den wir auch unterm Hintern haben, hat auch der als erster Startende unter dem Allerwertesten. Und da wollen wir noch mal gucken, ob wir an den rankommen. Außerdem behalten wir natürlich auch wieder Spritverbrauch, Regen im Auge. Scheiße, es regnet schon. Ach du Scheiße. Die Strecke ist schon nass. Das wird ein Spaß, bin ich mal gespannt. So, und Le Mans mit Schikanen. Das wird auch richtig actionreich. Es wechselt sich die High-Speed-Action mit der schnellen Kurven-Action ab. Wow, und wir haben kontinuierliches Durchdrehen der Hinterräder, so wie es wir eigentlich auch lieber haben. Als das. Wow, und das Steuern der Vorderräder. Alter, kein Vergleich, dieses Fahrzeug zum Audi. Absolut kein Vergleich. Was das Einlenkverhalten angeht. Wir können einlenken, Leute. Seht ihr das? Wir fahren eine Kurve und rutschen da nicht rum wie so ein Vollidiot. Oh. 16 Sekunden auf Platz 1. So, erstmal checken. 42% Feuchtigkeit. Das heißt, die Feuchtigkeit nimmt ab. Hier geht es jetzt gerade aus ein bisschen, deswegen können wir da mal alles abchecken. So, wir fahren 300. Haben wir auch gecheckt. Haben 5 Gänge, sind bei 340. Sind bei 350, sind bei 360, ohne Windschatten wohlgemerkt, sind bei 370. Wer ist da so langsam? Sind bei 380. Da wären wir jetzt schon im Begrenzer und das Ganze ohne Windschatten, wenn wir das Getriebe nicht eingestellt hätten. Das haben wir also gar nicht schlecht gemacht. Da geht der Scheibenwischer an, sehr schön. Und wir bleiben einfach mal in der Cockpit-Perspektive, gefällt mir gerade ganz gut. In der Nacht werden wir wahrscheinlich wechseln, weil man da nichts sehen wird. Das war gerade haarscharf. Entschuldige, Bruder. So, und mal gucken, wie viel wir hier so aufholen. Erstmal müssen wir hier rüber. Ist immer so witzig, wenn man sich auf diesen Gangvorschlag verlässt. Wenn dann sagt, Achtung Kurve, fahr mal lieber im dritten Gang. Dann ist es ja bei langsamen Autos so, dass man das gut machen kann. Da weißt du im dritten Gang, okay, bremse ich mal ab, fahre ich mal so und so schnell. Aber hier geht der dritte Gang einfach mal von, keine Ahnung, 200 bis 300. Und da ist natürlich schon ein Unterschied, wie viel Speed man da in eine Kurve reinfährt.
Ja, okay, er geht bis 200, der dritte Gang. Der vierte Gang geht von 200 bis 300. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da ist natürlich viel mehr Platz und viel mehr Spielraum drin. Boah, das ist verdammt schnell. Oh, sind wir schnell. Und natürlich auch gut, dass wir dann uns ein bisschen den Abtrieb geklaut haben. Dadurch sind wir einfach auch mal in der Beschleunigung fixer unterwegs. Auch wenn es gerade noch nicht danach aussieht, aber wir holen auf und es sind noch 14 Sekunden auf den Erstplatzierten. Spritverbrauch ist natürlich auch wieder am Start. Wir haben schon 19.02 Uhr mittlerweile, die Zeit rennt hier natürlich. Es sind ja auch echte 24 Minuten auf Le Mans. Ein absolutes Highlight hier in Gran Turismo 6. Wenn es denn die Performance zulässt. Ach du Scheiße, und die Fahrkünste. Ah, ganz ruhig hier. Und das ist so, bei einem Drittel Gas geht man hier voll durch mit den Hinterrädern im zweiten und dritten Gang. Und wenn man dann mal Vollgas gibt, dann denkt man, dass es immer so weitergeht. Das ist unfassbar. Und ihr müsst euch mal vor Augen halten, wie schnell wir hier durch die Kurven fahren mit 2,50. Wir haben natürlich Abtrieb noch ohne Ende. Oh, und ich muss hier, glaube ich, langsam, wenn es hier so in die engen Kurven geht, um die Einlenkpunkte besser sehen zu können, gehe ich mal, glaube ich, lieber in diese Perspektive. Auch wenn die von der Performance her nicht ganz so prickelnd ist. In der Cockpit-Ansicht ist natürlich die Hälfte des Bildes vom Cockpit abgedeckt. Und dementsprechend muss es nicht dargestellt werden. Hier sehen wir alles. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht! Ja. Für alle, die es nicht wissen, ich fahre mit dem Logitech G27 Lenkrad, also nicht mit dem Controller, sondern mit einem Lenkrad an meinem Schreibtisch hier festgeschraubt. Also ich habe auch kein professionelles Rig oder so, kein Rennsitz. Ich sitze hier auf einem ganz normalen Stuhl. Und dementsprechend ist das hier auch nochmal ein bisschen fordernder, glaube ich, als mit einem Controller. Habe ich ja schon mal öfter drüber geredet. Man muss einfach viel schneller reagieren und das auch noch mit zwei Händen und nicht nur mit einem Daumen, der dann die Lenkung innerhalb von einer halben Sekunde von rechts nach links komplett einen Schlag bewegen kann. Wir müssen hier richtig kurbeln und arbeiten. 900 Grad Lenk-Action wie in einem echten Fahrzeug, wo das natürlich auch variiert. Und da haben wir die 400 km/h erreicht. Ach du Scheiße, ey. Bis dann noch Folge 50, wo wir uns die Corvette hochgezüchtet haben und 400 km/h gefahren sind. Und da waren wir auf der Stage X unterwegs. Und hier sind wir einfach mal auf einer normalen Rennstrecke unterwegs. Und da wird es auch dunkel. Gleich gehen die Scheinwerfer an wahrscheinlich. Wir haben schon 10 vor 10. Krass. Jawohl, Scheinwerfer sind am Start. Und die Bremsleistung ist auch so brachial von diesem Auto. Oh, und ich habe Angst, wenn es dunkel wird. Ganz ehrlich, Leute. Es wird ja nicht nur dunkel in Gran Turismo 6. Es wird duster. Es wird finster. Und wenn man nicht gerade so Scandinavian Rallye-Scheinwerfer da drauf hat, vorne auf der Motorhaube, dann ist Schluss mit lustig. Oh, Scheiße. So, Frage ist jetzt auch, müssen wir jetzt schon tanken? Ist das schon ein Drittel? Nee, ne? Das sieht doch gerade so eben nach einem Drittel aus. Es könnte auch sein, dass wir noch eine Runde schaffen. Obwohl, nee. Wir müssen tanken jetzt schon, Leute. Wir müssen schon in die Box. Und schon ist gut. Weil wir sind natürlich schon 6 Stunden hier im Rennen unterwegs quasi. Wenn man das mal auf die 24 Minuten hochrechnet. Und in der Zeit wäre ein echtes Fahrzeug schon dreimal in die Box gefahren. Wahrscheinlich. Vor allen Dingen muss ich jetzt checken, wo die Boxeinfahrt ist. Da bin ich jetzt leider ein bisschen überfragt. Ist das hier? 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 Wo ist es? Dauert doch noch, oder? Bis zur Schikane da hinten?
Ich darf die nicht verpassen. Hier ist sie. Alles klar. Ja. Ne? So viel dazu. So, einmal den Tank vollknallen, jawohl. Intermediates oder nicht, ja oder nein? Ist natürlich jetzt die Frage. Aber ich glaube, das ist die bessere Wahl. Es regnet hier, die Streckenfeuchtigkeit steigt auch, so wie es aussieht. Und wir müssen ja auch eh in 2 Runden schon wieder in die Box. Da können wir ja unsere Einstellung revidieren und das Ganze ändern. Oh, sieht das geil aus. Oh, sieht das geil aus. Kann ich jetzt eigentlich die Ansicht ändern? Ne, geht leider nicht. Wir können uns nur die Typen hier angucken. Und da ist der Erstplatzierte gerade in die Box gefahren. Auch mit einem Sauber C9. Wollen wir nochmal gucken hier. Ein paar scheinen anscheinend nicht so viel Sprit zu verbrauchen. Kommen etwas schneller hier. Oder können noch eine Runde mehr auf der Strecke bleiben. Vielleicht waren die aber auch schon in die Box und haben sich paranoiamäßig schon Intermediates geholt nach der ersten Runde. Oh Mann, ey. Ruppupum. Einfach mal die Pylone hier weggehauen. So, wo kommt der Einlenkpunkt hier? So, wir haben 1 Uhr nachts. Das heißt, dunkler wird es wahrscheinlich nicht mehr. Und so kann man es auch noch einigermaßen aushalten. Hört sich wie die Reifen quietschen. Die ganze Zeit quietschen die Reifen, wenn man Intermediates drauf hat und die Strecke so zu 38% feucht ist. Oh, wie schnell wir sind. Sehr schön. Oh, ein bisschen überbremst hier. Da geht eigentlich noch was mehr. Aber es regnet ja auch, da ist man gerne ein bisschen vorsichtig. Wir sind 9. übrigens mit 54 Sekunden Abstand auf Platz 1. Das ist nicht so cool. Dieses Reifquietschen ist so lächerlich. Ah, hier ein bisschen abgekürzt. Sauber. 52 Sekunden auf Platz 1. Und der war anscheinend wohl noch nicht in der Box. Also ich denke mal nicht, dass der Sauber C9 schon wieder auf Platz 1 ist und uns da mal irgendwie 50 Sekunden abgenommen hat. Wow! Das war knapp. Sekunden, sehr schön. Wir holen auf jeden Fall auf, wenn wir so fahren, wie wir fahren. Allerdings war es natürlich auch gerade das schnelle Stück der Strecke. Boah, auf der Bremse sehr übersteuernd. Deswegen musste ich auch gerade den Ausweg auf dem, ja, neben der Straße wählen. Entschuldigung. Dürfte ich mal durch? Lassen Sie mich durch, ich bin Künstler! Ach, scheiße. Immer gegen die Wand, immer gegen die Wand. Unser Rennen wäre schon wieder vorbei hier. Weil so mit 190 einfach mal so links in die Wand einschlagen, da ist nicht mehr viel zu retten, glaube ich. Uns passiert vielleicht nicht viel, außer Schleudertrauma oder vielleicht Daumen gebrochen, weil wir die Hände nicht schnell genug vom Lenkrad gekriegt haben oder so, aber das Fahrzeug ist komplett hinüber, glaubt mal. Ah, was hier? Scheiße, Streckenverlauf verkackt. Ja, auch wieder. Alter! Was ist da denn los gewesen? Wie schnell der auf einmal rumkommt, das gibt's ja gar nicht. Ach, so viel Zeit. Die sind alle schön in der Box und wir machen so einen Kack hier. Wieder 4. Ah, dürfen wir hier mal kurz durch. Dankeschön. 3.
Dritter! So, jetzt abhauen hier. Alter! Was ist denn hier los? Sind meine Reifen auf? Die Strecke scheint irgendwie zu 0% Feuchtigkeit noch zu haben. Das heißt, die Intermediates sind wohl doch irgendwie überfordert damit, oder was? Alter! Alter! Ist das anstrengend. 35 Sekunden auf Platz 1. Da haben wir noch einiges aufzuholen. Der scheint in der Box gewesen zu sein. Das ist sehr schlecht. So, erstmal kannst du wieder Vollgas geradeaus gehen. Meine Fresse! Jemand ist hier aber los jetzt, ey. Strecke komplett trocken. Ich hoffe, das fängt gleich mal wieder an zu regnen. Aber wir haben 5.17 Uhr. Das heißt, es wird gleich auf jeden Fall wieder hell. Sind wir ein bisschen schnell hier unterwegs. Komm, schnell wieder raus hier, Freundchen. Ja, vorsichtig beim Rausbeschleunigen. Ja, jetzt kommen wir voll drauf. Das kostet alles Zeit, ey. Scheiße. Runde 4, Hälfte der Zeit ist um. Hinter uns ist einer. Aber der kommt ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr hinterher. Da, es wird wieder heller, Leute. Sehr schön. Wir sehen wieder was. Die Frage ist natürlich, was machen wir beim nächsten Boxenstopp? Bleiben wir auf Intermediates? Wird es wieder anfangen zu regnen? Gehen wir auf Rennreifen? Verklagen wir den Architekt der Strecke? Oder den Reifenarchitekten? Den Reifeningenieur, den Reifenentwickler. Alter! Hier ist was los, Leute. Ich bin nass geschwitzt. Und ich wette, wenn jemand Epilepsie hat und anfällig für Anfälle ist, also anfällig, ne? Entschuldigung an alle, die darunter leiden. Das war ein schlechter Gag. Ich würde sagen, da ist das nix hier, ey. Das ist ja so am Ruckeln die ganze Zeit und so am Wackeln und Vibrieren, das Bild. Es geht auf und ab, auf und ab, auf und ab. Boah! Wenn der Turbolader kommt oder der irgendwie über 5000 Umdrehungen kommt und man da Leistung kriegt und die vollen 1200 PS da irgendwie an die Hinterräder kommen, dann ist einfach Schicht hier mit den Rädern, den Reifen. Da geht nichts mehr. Aus und vorbei. Das scheint wieder... Ja, der Regen scheint wieder einzusetzen. Oh, oh, die Kandidaten hinter uns scheinen deutlich schneller zu sein. Wir sind hier aber auch echt nur am Übersteuern. Guckt euch das an. Hinterreifen sind auf, die sind weg. Was machen wir denn jetzt? Intermediates, ja oder nein? Intermediates, ja oder nein? Wir müssen hier in die Box... Intermediates, ja oder nein? Es fängt wieder an zu regnen, aber bleibt die Strecke auch. Er schlägt mir jetzt Rennen hart vor. Ja, komm, machen wir. Da sind wir am Anfang auch gut mitgefahren. Mensch, Mensch, Mensch. Ich zieh mal eben meinen Pullover aus hier. Hier ein bisschen befreiter fahren kann. Kann man natürlich in so einem sauber C9 auf jeden Fall jederzeit machen während dem Rennen, ne? In Le Mans einfach mal den Rennoverall ausziehen, weil es ein bisschen zu warm ist. Dem guten Herr Rennfahrer ist es zu warm. Jetzt sehen wir endlich mal, wie ein paar Leute hier unterwegs sind und die Reifen wechseln. Ich weiß gar nicht, ob wir das gerade auch gesehen haben. Ja, und wir verlieren natürlich Plätze. Die anderen Boxencrews stehen da rum und warten. Ach, Le Mans. Was machst du mit uns? Ich hoffe, die Strecke bleibt dann jetzt auch trocken. Wir haben noch so circa 2 Runden zu fahren, würde ich mal sagen, ne? Ja, 2 Runden. Das heißt, es war der letzte Boxenshop. Und jetzt heißt es alles geben. Keine Scheiße bauen. Schneller sein als die anderen. Und dann können wir schon mehr nicht machen. Hoffen, dass die natürlich auch noch in die Box gehen. Und weit und breit ist niemand zu sehen. Ich bin mal gespannt, was der Abstand zum Erstplatzierten sagt.
52 Sekunden. Uiuiuiui. Und die Strecke wird schon wieder feucht. 1%. Scheiße. Kann wirklich sein, dass uns jetzt die Rennreifen das Genick brechen. Kann aber auch sein, dass wir jetzt eine Runde, wenn wir die jetzt mit Intermediates gefahren wären, dass die danach schon so abgerockt sind, dass die selbst bei feuchten Verhältnissen nicht mehr wirklich griffig sind. Kann alles sein, alles Spekulatius. Und wir haben hier derbe abgekürzt. Eine verdiente Strafe von 3 Sekunden. Es ist zum Heulen, Leute. Es tut mir so leid. Da denkst du, komm, ein bisschen später kannst du bremsen, dann ist halt aber viel zu spät, weil man einfach mal fucking 400 km/h fährt. Naja, gut. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen am Riemen reißen hier. Bisschen am Riemen reißen, aua! Zack. Es ist irgendwie so entspannt, wenn man den vierten oder den fünften Gang erreicht hat. Dann muss man nicht immer so krass aufpassen, selbst beim Geradeausfahren. Allerdings noch beim Bremsen auf jeden Fall nicht allzu entspannt sein hier. Alter. Runter vom Rasen da, hast du das Schild nicht gesehen? Da guck mal, wie es wackelt, wie es zittert. Es ist so krass. Oh, so sehr, dass ich die Linie nicht treffe. Ach, es ist zum Heulen, ey. Aber es reicht trotzdem, um Zeit aufzuholen. Und so feucht wird die Strecke auch gar nicht. 5% haben wir jetzt. Alter, ist es zu fassen? Ich raste echt aus hier, Leute. Kann doch nicht so schwer sein. Mal ein bisschen früher bremsen. Na, mal schön mal jetzt irgendwie 6, 7, 8 Sekunden verloren. Nur durch so eine Scheißaktion. Und da auch noch vor der Wand stehen, Rückwärtsgang einlegen müssen, das kostet alles so viel Zeit. So, und jetzt ist nur einer in der Box. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das heißt, alle anderen müssten wir jetzt da noch aufholen, oder was? Da ist der Sauber C9, aha. Okay. Der Pfeifer fährt ihn. Und fährt den auf jeden Fall auch ein bisschen kontrollierter, als wir es tun. Aber den kriegen wir schon noch, keine Sorge. Auf der Geraden kommt unsere Zeit, auch wenn wir hier schon wieder Scheiße bauen. So, es sind noch 2 Minuten bis zum Ende. Ich glaube, das wird dann wirklich wohl die letzte Runde sein. Na, könnte auch knapp werden. Das wäre natürlich jetzt super ärgerlich, da müssten wir nochmal tanken. Guckt mal, wer da sein Getriebe nicht getunt hat. Getriebe nicht getunt hat. Guckt mal, wer da schon wieder die Kurve vergeigt und 3 Sekunden Strafe kriegt. Es tut mir so leid, Leute. Ich würde am liebsten da drin neu starten und die Aufnahme löschen hier. Das ist eine Aufnahmesession der Verluste, der Entbehrung, des Wuts und der Trauer. Aber gehört halt dazu, kann nicht immer alles rosig laufen.
Aber es scheint hier wirklich keinen Landgewinn mehr für uns zu geben, glaube ich. 50 Sekunden Abstand auf Platz 1. Dann müsste er jetzt nochmal in die Box fahren und dann müssten wir noch eine Runde fahren, so wie es aussieht. Damit wir da noch irgendwie eine Chance haben. Guckt euch das an. Was ist denn hier los, ey? Ich verstehe nicht. Habe ich jetzt so spät gebremst? Echt? Ich kriege einen Ausraster hier. Und warum ist er denn so langsam? Kann er auch nicht beschleunigen im dritten Gang? Entschuldigung. Der ist auf der Bremse auch schon so fies. Ja, muss er natürlich sein, ist auf höchstem Niveau hier alles. Scheiße. Es ist zum Heulen, ey. Platz 12, ich glaube es nicht. Und jetzt natürlich noch die große Frage, kommt da noch eine Runde? Müssen wir jetzt echt noch in die Box fahren? Um uns da ein paar Liter noch drauf zu kippen. Ich baue hier nur noch Scheiße. Ich weiß nicht, was los ist, Leute. Na komm rum, das ist die letzte Runde. Ja, dann müssen wir durchfahren. Och, wie schlecht. Ja, natürlich die Strafe wieder voll verdient. Oh Mann, ey. Obwohl, da stehen echt noch ein paar Leute in der Box. Das kann doch jetzt nicht sein. Naja, es ist Ziel. Sind wir denn jetzt 12. 24 Minuten von Le Mans. Ach, 12. Es ist scheiße. Hä? Guck mal, wie kann das denn sein? Beim ersten läuft's noch, aber wir sind schon im Ziel oder was? Und 12. oder wie?